Hallo liebe Leute zur zweiten Folge von Skyrim Dragonborn. Es geht weiter in Miraaks Tempel. Mal gucken, was wir hier noch ans Tageslicht bringen. Ah, 7 Gold bringen wir ans Tageslicht, auch gut. Und ein Seelenstein mit großer Seele, sehr schön. Das kann man als Verzauberer immer gebrauchen. Was ist denn da? Oh, ein Draugerwicht. Ah, stirb du. Kretang. Ist das hier wohl der richtige Weg? Ich glaube, ich bin einmal im Kreis gelaufen, oder? Ja. Das sind zwei Wege, die beide dahin führen. Eine Gabelung sozusagen. Geil! Stinkende Freya. Ah, hier geht's lang. Da gehe ich nicht runter. Es wäre dumm, es zu versuchen. Ja, ich bin der Dumme. Als ich, diese Fallen zu überwinden. Auf jeden Fall. Ich zweifle nicht, dass dieser Hebel die Klingen deaktiviert. Ich warte erst einmal hier. Oh, einmal erwischt. Serana, ey. Rennst in alles rein. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Mira hat alle Mühe gegeben, so unerreichbar wie möglich zu sein. Hoffentlich ist das die letzte Falle. Oh ja. Ich stelle den Schwierigkeitsgrad, glaube ich, mal wieder auf legendär. Weil es ein bisschen sehr einfach auf Experte. Oh Mann, da bahnt sich ein Nisa an. Wo geht's hier lang? Oh, es kitzelt in meiner Nase. Oh mein Gott. Oh geil, schwarzer Seelenstein. Und ein großer Seelenstein. Nee, gewöhnlich heißt das. Und ein kleiner Seelenstein. Und auch ein winziger Seelenstein. Und ein schwarzer Seelenstein. Sehr schön. Und eine Truhe. Essenz des Verteidigers und 18 Gold. Entschuldigung. Ah, sofort. Ebenerzschwert, das sollte ich mitnehmen. Aber kann ich nicht von dem Gewicht her. Was kann man denn wegtun? Ah, der Falmerbogen, den wollte ich eh nie mitnehmen. Den habe ich wohl aus Versehen gelootet. Den Bogen des Entziehens, den kann ich eh nicht enchanten, weil ich die Verzauberung schon habe. Tue ich den auch mal weg. So, und dann nehmen wir hier eben Erzschwert. So. Was führt euch hierher? Warum seid ihr hier? Was? Was tun für Komplexe? Ich habe hier voll die Armee, die kleine Privatarmee mit mir. Zwei Gefährten. Ja. Oh. Wie kommt man denn da durch? Oh, oh. Ah, ich wurde nicht entdeckt. Oh. Und das jetzt auf legendär, das wird lustig. Ich quicksave mal. So. Und dann würde ich sagen, auf in den Kampf. Oh! Ja! Oh Gott, er verliert 0 HP. Oh Gott, guckt euch das an. Guckt euch oben die HP an. Entweder buggt die oder ich bin total gefegt. Okay, ich stell mal wieder den Schwierigkeitsgrad runter auf. Ich versuche mal auf Meister. Wie soll man den denn kaputt kriegen? Das ist unmöglich mit meinen... Oh, so eine Axt hängt in der Luft. Das ist unmöglich mit meinen... Ich meine, wie lange sollte ich überleben? Der macht mich mit 2 Schlägen und ich brauche für den, was weiß ich, 100.000 Schläge.
Das ist ja krank. Meister. Mal versuchen. Und wenn es da genauso aussieht, dann... Ja, sieht fast genauso aus. Fast. Ah, ich bin noch am Kriechen. Deswegen sind meine Attacken so langsam. Hör auf, mich anzuschreien. Läuft ganz gut. Obwohl er 5 Stunden braucht, bis er tot ist. Ich brauche ein Tuum. Welchen habe ich gerade aktiv? Wahrscheinlich ein Unrelenting Yoke. Den will ich auch. Ja, stirb. Restoration verbessert. Und jetzt du. Stirb. Aufstrebender Kultist. Die macht ja überhaupt keinen Schaden. Das werden wir gleich sehen. In circa 20 Schlägen. Oder weniger. Komm her. Oh, 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 oh. Oh nein! Scheiße. Da hätte ich mich heilen müssen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hätte mich nur einmal heilen müssen. Ich dachte, ich nuke die kurz um. Na, machen wir nochmal. Aber diesmal starten wir anders. Und zwar mit einem... So. Jetzt geht's hier wieder ab. Zum Glück habe ich 2 Gefährten. Einer wäre auch zu wenig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss aus allen Schussrichtungen raus. Die dürfen mich nicht alle auf einmal im Target haben. Bist in einer ungünstigen Position. Stirb! Du! Komm her! Du wirst mich nicht nochmal platt kriegen. Zweimal mache ich nicht den gleichen Fehler. Und dich unterschätzen. Ah, ich hänge fest, ich hänge fest. Oh, ich hänge fest. Oh. Spüre die Macht eines Drachenblutes. Das hört sich an wie zack, zack, zack. Die Kampfgeräusche. Zack. Und stirb! Boah. Alter Schwede. Holy fuck, ey.
Wie gehen die ab, ey? Mein Gott. So, jetzt Quick Save, bevor das alles sich wiederholt. Aber die Tür wird innen Autospeichern geben. Allerheiligstes von Mira Ark. So. Ich weiß nicht, welches Wissen Mira Ark dazu gebracht hat, sich gegen seine Meister zu wenden. Doch sein Weg scheint grausam gewesen zu sein. Na, ich die nächsten mich, Gegner. Los, runter! Knochenmännchen. Kein Gegner. Nein! Das war ein Todesfürst, oder? Verdammt. Okay, nochmal. Dann hebe ich mir vielleicht mein Turm besser auf. Und mach die so. Stirb doch. Und... ein Todesfürst. Ah, der hat eine verzauberte Waffe, deswegen macht er so viel Schaden. Eiswaffe. Und zwei Hände dazu. Ja, stirb, stirb! Alter Nord, zwei Hände des Eises. Wäre schön, wenn das in meinen Händen auch so viel Schaden machen würde wie bei dem. Aber tut es nicht. Mal gucken. Wie sieht's hier aus? Ja, Freya, du bist die Beste. Du weißt, wo es Feindinger gibt. Zauberbuch, beschworene Streitaxt. Und Zauberbuch Magierlicht, das habe ich ja schon 10-mal. Ich dachte mir, dass wir hier unten etwas finden würden. Ja. Kennt ihr diese Zauber schon? Nein, teilweise. Zauberbuch, beschworene Streitaxt mal lesen. So, Magierlicht habe ich, das lasse ich hier liegen. Einmal Quicksafen, hier sieht es irgendwie verdächtig aus. Oh! Tja, flawless kill. Bei Devil May Cry hätte ich dafür SSS bekommen. Triple S. Sadistic. Das müsste es hier geben, per Mod oder so. Oh, jetzt wird's wieder hart. Oh, ich hasse das, wenn die Turms nicht auslösen. Ich hasse es.
Stirb! Oh! Oh! Nein! Nein, 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 nein! Nicht auf mich, Freya. Freya, lass das. Freya? Bist du total am Arsch? Ich hab dich nur einmal geschlagen. Ich hab dich nur einmal geschlagen, Alte. Scheiß Flammenmatronak. Ah, gut. Ey. Ey. Okay. Schwarze Liste der Leute, die bei mir unten durch sind. Platz 1, Freya. Dumme Schlampe. Nur weil ich sie einmal im Kampf aus Versehen anhitte. Schlampe. So, erstmal alles wegputzen. Schon einer tot und der zweite ist schwerer. Ein aufstrebender Kultist. Niemand wird dir beistehen. Schon gar nicht dein komisches Drachenblut-Opfer. Du wirst fallen. Knie vor mir. Ja. Ja, ich weiß, der ist beschworen, aber den habe ich angehetet und der läuft gerade amok. Das ist auch dämlich, dass beschworene Kreaturen und Freunde einmal falsch hitten. Sofort eine Truhe. Und ein Turm, noch viel wichtiger. Drachenform. Was soll denn? Freya wird verkloppt. Olle. Boah, der Torwächter. Und Level up. Ups, beim Schnellspeichern Waffen weggesteckt. Chancenlos. Ebenerzschwert brauche ich nicht nochmal. Schlüssel zum Tempel von Mirak. Ach ja, die Drachenform. Und neue Stufe. Ich muss mal kurz gucken, welchen Stein wir haben. Also. Also welchen Mundusstein.
Beziehungsweise Findling. Wo steht das nochmal? Ah, der liebenden Stein. Alle genau, der ist das. Ich wollte nur wissen, welcher Stein das nochmal war, der alle Fertigkeiten schneller verbessert, weil damit levelt man sau schnell und dann wird's einfacher. Beziehungsweise alles geht schneller mit dem Leveln. Weil wirklich alle Fähigkeiten schneller leveln und nicht nur eine Spalte. Wie bei mir zum Beispiel Restoration und Schwertkunst. Und dann noch Schleichen. Das geht unfassbar schnell. So, Drachenform. 7 Drachenseelen haben wir noch. Dann geben wir uns das mal und tun das direkt auf die Schnellleiste. Wo sind wir jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah, hier ist eine Tür. Sackgasse? Unmöglich. Es muss dort noch mehr geben. Seht euch mal um. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich im Essbereich etwas finde. Ah. Ich wusste es doch. Gerade hat sich im Essbereich ein Geheimgang geöffnet. Ach echt? Das muss es sein. Die kriegt ja alles mit, die Olle. Du hast mich getötet, du Schlampe. Ja, komm her. Come at me, Bro. Come at me. Puh, du kriegst mich, ich bin schnell wie der Wind. Oh nein, 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 lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Scheiße. Ich Idiot. Zu mächtig für Vampirverführung. Wie kann man die Olle denn beruhigen? Die ist so am Arsch, die Alte. Wegen einmal anhitten. Mal gucken, was passiert, wenn ich die runterkloppe. Alter, ist sie gut! Anders hätte es nicht enden können. Dann noch dieser Spruch. Hat mir voll eingedrückt. Oh nein. Hey, ich hab doch gequicksaved, oder wie? Hab ich doch. Danach. Ey, ich hab doch danach gequicksaved. Das muss ich mir nochmal angucken. Und ich bin doch durch die Türen gegangen. Was war... Ich benutze jetzt einfach den Turm, damit es schneller geht auch. Aber erst heilen. Magie. Drachenform. So. Da, die Drachenform. Unsere durch unsere Arme fließt die Stärke der Drachen. Und wir machen mehr Schaden. Nein! Aber leider halten wir nicht mehr aus. Noch nicht. Oh, jetzt habe ich gespoilert. Aber egal, das wissen wir eh wahrscheinlich schon alle. Was die nächsten Stufen machen. Nein! Ja, jetzt muss ich jedes Mal wieder die Drachen formen. Ah, Durne wieder beschwören. Das Gute ist, der löst die Abklingzeit nicht aus, der Tuum. Der Drachenform Tuum, weil... Ja, das, dann würde ich wieder spoilern.
wenn ich sagen würde, warum. So, jetzt ist es geschafft. Die ist schon leer. So, jetzt quicksafen, bevor ich es vergesse. Stufe ab. Die können wir noch verteilen. Wieder auf HP, um uns unbesiegbar zu machen. Unsterblich. Unbegrenzte Macht. Enchanting geht noch nicht weiter. Restoration habe ich gerade geguckt. Conjuration. Da tue ich jetzt nichts rein. Hier brauche ich auch nichts. One-handed. Hier von was? Sag mal, wieso habe ich in jeden eingepackt? Ich kämpfe doch nicht mit drei Waffen gleichzeitig. Klingenspezialist. Wahrscheinlich dachte ich mir, ich habe so viele Punkte, verballere ich die mal. Aber war dumm. War dumm. Hört sich an wie irgendein Spruch, wie ein Turm. Oh, Frau Zweiglingssaft. Ich gebe euch Bescheid, wenn ich im Essbereich etwas finde. Alles klar, mach dich mal wieder nützlich, du olle Schlampe. Ich wusste es doch. Gerade hat sich im Essbereich ein Geheimgang geöffnet. Ich wusste es doch. Gerade hat sie weggeweicht, ich habe mir eingegriffen. Das muss es sein. Die habe ich gefressen jetzt, ey. Wenn ich hoch genug bin, dann kill ich die erstmal. Mysteriös. Ich frage mich, ob ihr etwas in ihrer Geschichte erzählt. Oh. Nichts als ruinierte Bücher. Oh, mächtiger Seelenstein. Und noch ein kleiner. Alter. Mal ein Quicksave einlegen. Dann brauche ich nicht mehr so vorsichtig hier rumkrüppeln. Boah. Alter. Hier kämpfe ich mit dem Bogen. Und Stealth Kill. Stirb, Todesfürst und Skelette. Oh. War's das schon? Enttäuschend. Dann nochmal Quick Save. Wer weiß, was da kommt. Das muss ja irgendwie was sein. Oh. Ein Wicht oder was? Also ein Draugerwicht. Nein, ein ruheloser Drauger. Die sind etwas stärker als Wichte, glaube ich. Höherer Draugerfürst.
Ich werde nicht gesehen. Warum macht die bei denen nicht so viel Schaden wie an mir? Die. Oh, ich habe sie angehittet. Sehr schön. So. Nochmal Quick Save. Ich dachte, ich hätte etwas gesehen. Nein, sicher nicht. Ich hoffe, der Sack ist leer, ja. Chitinrüstung der großen Wiederherstellung. Hm. Könnte man. Eben. Oha. Elfenstiefel. Großer Seelenstein. Mal gucken, was ich liegen lassen kann. Die hatte ich vor, noch zu verzaubern und dann anzuziehen. Aber meine Verzauberung ist noch nicht hoch genug, damit es sich lohnt. Ich habe 2 königliche Vampirrüstungen. Kultistenmasken. Weg damit. Die sind schwer. Stahlpanzerhandschuhe der Alchemie. Ich hab die eh schon, die Verzauberung. Deswegen werde ich die auch wegschmeißen. Ist schwer. Kultistenhandschuhe brauche ich nur 1. Amulett von Ständer. Amulett von Ständer, Alter. Okay. So, dann nehme ich das mal mit. Und das hier? Nee, das lasse ich liegen. Das kriege ich niemals mit. Ohne Ende anderes Zeugs wegzuschmeißen. So, jetzt geht's wieder in den Nahkampf. Mit unserer blutgetränkten Klinge. Schwarzes Buch. Haltet euch bereit. Dieses Buch. Es scheint irgendwie falsch zu sein. Hier und doch nicht hier. Vielleicht ist, was wir suchen. Und was in diesem Buch steht, erfahren wir im nächsten Teil von Skyrim Dragonborn. Bis dahin, alles Gute, tschüss!